dieser Laden zeigt null Toleranz gegenüber Diebstahl. Ich verstehe, Sir. Ich weiß, dass es meinem Sohn wirklich leid tut. Er hat ein neues Handy. Ich weiß nicht, warum er dieses gestohlen hat. Ich muss die Polizei rufen. Moment! Er ist ein Einserschüler. Er ist der Beste seiner Klasse. Er macht nur gerade wirklich viel durch. Bitte, ich kann für das iPhone bezahlen. Bitte rufen Sie nicht die Polizei. Wenn ich nicht gekommen wäre, was wäre dann passiert? Hörst du mich? Richie, hörst du mir zu? Du könntest jetzt im Gefängnis sein. Was auch immer, sicherlich ist im Gefängnis besser als hier. Das solltest du vielleicht nochmal überdenken. Hör zu. Ich weiß, dass die letzten paar Wochen für uns beide wirklich schlimm waren. Aber du weißt, dass das nicht das ist, was dein Vater für dich gewollt hätte. Wenn er hier wäre... Nun, er ist es nicht, oder? Er ist tot. Richie! Was? Ist doch so. Warum sollte ich auf jemanden hören, der sich entschieden hat? Ich denke, es ist Zeit, dir den wahren Grund zu sagen, warum er das getan hat. Schau mal. Ist mir egal. Kein Grund wird je gut genug sein. Ich will nicht darüber reden. Richie! Richie! So ein Loser. Schau mal. Ups. Habe ich das gemacht? Oh, hier ist Richie wütend. Lass mich in Ruhe, Dylan. Hört ihr das? Richie will, dass ich ihn in Ruhe lasse. Genau wie dein Vater. Hey, pass auf, was du sagst. Mann, ich bin nur ehrlich. Habt ihr von dem Typen gehört, der auf der Interstate 5 zur Golden Gate Bridge gefahren ist, um runterzuspringen? Ich meine, wie schlecht muss dein Leben sein, dass du da hoch willst? Ja! Du willst über meinen Vater reden! Richie! Oh! Was machst du? Stopp! Nun, Richard, Sie haben keine Vorstrafen. Sie sind der Drittbeste in Ihrer Klasse. Ich verstehe nicht, was Sie hier tun. Euer Ehren, wenn ich darf. Mein Mandant gehört nicht hierher. Er hat eine strahlende Zukunft vor sich, an der Cornell. Hoffentlich, wenn er nicht einen Eintrag bekommt. Es war für ihn sehr schwer seit dem Tod seines Vaters letzten Monat. Tatsächlich war der Grund, warum er überhaupt in einen Kampf geraten ist, weil ihn jemand deswegen gemobbt hat. Ich verstehe. Ist das wahr, Mr. Webb? Nun, mein herzliches Beileid. Aber wir können nicht zulassen, dass Sie andere in der Schule verprügeln. Hören Sie mir zu. Ich ordne an, dass Sie einen Therapeuten aufsuchen. Nach erfolgreichem Abschluss von 10 Sitzungen werden wir dies aus Ihrer Akte streichen, damit Sie keine Haftstrafe verbüßen müssen. Und Cornell wird immer noch eine Option sein. Ich möchte wirklich nicht einem jungen Mann mit so viel Potenzial den Weg versperren. Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Das hoffe ich doch. Die Verhandlung ist vertagt. Ja! Großartig. Ausgezeichnet. Das sind großartige Neuigkeiten, nicht wahr? Deine Mutter hat mir erzählt, dass du in der Oberstufe an der Brookside bist, Ich ging auch vor langer Zeit dort zur Schule. Machen die immer noch Pizza-Freitage? Das war mein Lieblingstag. Nun, genug von meinem Geplapper. Worüber möchtest du sprechen, Richie? Wir haben noch ein paar Minuten.
Wer ist das? Ich spreche nicht gerne darüber. Spielst du? Nun, unsere Zeit ist vorbei, aber wir können am Donnerstag weiter darauf eingehen, wenn du möchtest. Dr. McGee, wie lief es? Nicht gut. Er wollte über nichts sprechen. Oh, das habe ich schon befürchtet. Gott, er war in letzter Zeit so wütend und nicht kommunikativ. Nun, zumindest nicht mit Worten. Er war früher niemals so. Was er durchgemacht hat, wäre viel für jeden, aber besonders für einen Jugendlichen. Depression äußert sich auf so viele verschiedene Weise und leider ist Wut eine davon. Glauben Sie, Medikamente würden helfen? In der Regel möchte ich diese Richtung nicht einschlagen. Aus meiner Erfahrung in solchen Situationen wäre der beste Weg, ihm zu helfen, einen Weg zu finden, seinen Fokus vom Schmerz, den er fühlt, auf neue Möglichkeiten zu lenken. Was meinen Sie? Nun, ein neues Hobby oder ein neues kreatives Interesse wäre gut. Etwas, um seine Energie umzuleiten. Dass er etwas hat, worüber er sich freuen kann, würde viel bewirken. Es ist zumindest die zweitwichtigste Sache. Die zweitwichtigste? Was ist die erste? Ihn dazu zu bringen, seinem Vater zu vergeben. Richie, Essen ist fertig. Ich habe keinen Hunger. In Ordnung. Ich lasse es hier, falls du doch noch Hunger bekommst. Hör zu. Ich weiß, dass du aufgebracht bist und nicht verstehen kannst, warum dein Vater das getan hat. Deshalb ist es so wichtig, dass du die ganze Geschichte kennst. Ich meine, die Wahrheit ist... Gibt's was du brauchst? Ich bin beschäftigt. Okay, also worüber möchtest du heute sprechen? Möchtest du über das reden, was in der Schule passiert ist? Oder möchtest du über deinen Vater... Ich will über gar nichts reden, klar? Ich wäre nicht mal hier, wenn ich nicht müsste. In Ordnung. Wir müssen nicht reden. Wie wär's, wenn wir stattdessen einfach spielen? Also Schach funktioniert so. Oh, du weißt, wie man spielt. Interessanterweise ähnelt Schach sehr dem Leben. Jeder Zug zählt. Egal wie groß oder klein es auch scheinen mag, und manchmal muss man zurückgehen, um vorwärts zu kommen. Selbst die stärksten Spieler sagen, dass es manchmal so ist. Aber mit Ausdauer und Entschlossenheit kommt man durch die schwierigen Zeiten und wird stärker. Ganz wie ein echter Schachmeister. Oh wow, das habe ich nicht erwartet. Schachmatt? Ich spiele seit 7 Jahren. Wie lange spielst du schon? Seit gestern Abend. Wow, okay. Oh mein Gott. Was hat so lange gedauert? Ich werde zu spät kommen. Du gehst heute nicht zur Therapie. Was? Warum nicht?
Seit wann stört es dich, nicht hinzugehen? Mom, sag mir einfach, was los ist. Warum gehe ich nicht... Du gehst heute nicht zur Therapie, weil Dr. McGee zu dir kommt. Hallo. Hey, Richie. Bist du bereit, heute ein kleines Abenteuer zu erleben? Wo sind wir? Dies ist nur ein kleiner Ort, an dem alte Hasen wie ich gerne Schach spielen und Zeit verbringen. Also, jetzt schauen wir mal, ob gestern nur Zufall oder Genialität war. Was ist dein Plan? Was meinen Sie? Mein Plan ist, Sie zu schlagen. Ich rede nicht von Schach. Ich rede vom Leben. Was sind deine Ziele, deine Träume? Deine Mutter sagt, du willst an der Cornell studieren. Ist das wahr? Ich weiß nicht mehr. Also du gibst alle deine Träume auf, weil dein Vater... Ihr Zug. Richie. Ich will nicht über meinen Vater reden, okay? Ich hasse ihn. Hass ist ein starkes Wort. Lass uns das erkunden. Definiere Hass. Sie wollen, dass ich Hass definiere? Hass ist, was ich anfange, für Sie zu empfinden. In Ordnung. Das ist okay. Du hast das Recht dazu. Bitte, Vater. Das meine ich mit Therapie. Das ist alles nur gespielt. Sie wollen, dass ich definiere und erkunde, wenn Sie Ihre eigenen Dämonen nicht konfrontieren können. Was meinst du? Das kleine Mädchen. Auf dem Foto. Als ich Sie danach fragte, hat sich Ihre Körpersprache verändert. Tun Sie nicht so, als könnten Sie mir helfen. Wenn Sie sich nicht mal selbst helfen können. Emily. Ihr Name war Emily. Siehst du? Ich habe sie adoptiert, als sie noch jung war. Wir waren nur zu zweit. Und sie war meine ganze Welt. Ich war so glücklich wie noch nie. Bis alles sich änderte. Sie wurde aus heiterem Himmel krank. Wir machten jeden Test, jede Behandlung, gaben alles Geld aus. Aber wir konnten sie nicht retten. Ich konnte sie nicht retten. Nachdem sie gegangen war, stürzte meine gesamte Welt ein. Siehst du, alles hat sich für mich verändert. Ich habe mich völlig verschlossen. Ich war so wütend auf die Welt, dass sie mir das Liebste genommen hat. Tut mir leid. Das hätte ich nie von Ihnen gedacht. Ja, nun. Es war schwer für mich weiterzumachen. Offensichtlich arbeite ich noch dran. Aber als ich vor einiger Zeit den Film Rocky gesehen habe, blieb mir ein Zitat im Gedächtnis. Rocky sagt, Leben, es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst. Es geht darum, wie viel du aushalten kannst und trotzdem weitermachst. So versuche ich, mein Leben zu leben. Ich versuche, weiterzumachen, egal wie hart ich getroffen werde. Ich weiß aber nicht wie. Nun, es würde sehr helfen, wenn du deinem Vater vergeben könntest. Was nicht leicht sein wird. Es war wirklich schwer, mir selbst zu vergeben. Nachdem ich Emily verlor. Aber ich dachte, wenn ich weitermache, könnte ich anderen Kindern helfen, wie dir. Aber manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt einen Unterschied mache. Hey Schatz, wie war dein... Mama hat es getan. Wie bitte? Neulich hast du versucht, mir zu sagen, was passiert ist. Ich will es jetzt wissen. Ja.
Dein Vater hatte Krebs, Richie. Die Ärzte gaben ihm 3 Monate zu leben. Deshalb hat er die ganze Zeit gehustet und war ständig im Krankenhaus. Nach und nach veränderte sich seine äußere Erscheinung. Er wurde dünn und gebrechlich. Er machte sich keine Sorgen um sich selbst. Er wollte einfach wirklich nicht, dass du ihn so siehst. Und er... Warum hat er nicht gesagt, dass er stirbt? Er wusste nicht, wie. Er hat dich so sehr geliebt. Er wollte nie, dass du traurig bist. Es war nicht richtig, was und wie er es getan hat. Aber ich verspreche dir, er hat dich so sehr geliebt. Mehr als du wissen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Aber ich will, dass du weißt, dass ich dir verzeihe, Dad. Gute Arbeit, Damien. Okay, das war's für heute. Ruht euch aus, Jungs. Unser nächstes Trainingsspiel gegen Mission High ist morgen. Und man weiß ja nie, welche Scouts da kommen werden. Verstanden, Coach. Mann, du hattest mich mit diesem Pump-Trick ganz schön erwischt. Es würde mich nicht wundern, wenn du ein Angebot von Duke bekämst, deiner Traumschule. Bruder, egal wo du landest, ich gebe höchstens ein Jahr Zeit. Dann gehst du gleich zur Liga. Hey, Ariel hat heute Abend eine Party. Wollt ihr mitkommen? Ja, ich bin dabei. Nicht an einem Schulabend, sicher nicht. Dein Vater ist wie ein Drill Sergeant, Bruder. Total. Du lässt mich nie irgendwo hingehen. Du wirst noch viel Zeit für Partys haben. Du musst konzentriert bleiben, okay? Du bist ein Senior. Es ist ein großes Jahr für dich. Du tust so, als würde ein Abend alles ruinieren. Das ist so nervig, dass du mich einfach nie machen lässt, was ich möchte. Du wirst mir später danken. Yo, wir brauchen diese neuen Yeezy Boosts. Fakten! Hab einen Kontakt, mal sehen, ob sie mir ein paar besorgen können, bevor sie ausverkauft sind. Okay, dein Vater wird das auf keinen Fall erlauben. Erlauben was? Mann, warum hörst du immer meinen Gesprächen zu? Ja, die sind viel zu teuer. Die bekommst du definitiv nicht. Komm schon, Papa. Ich brauche sie. Was du brauchst, ist konzentriert zu bleiben. Dann trägst du irgendwann deine eigenen Schuhe, wenn du einen Multimillion-Dollar-Deal mit Nike bekommst. Hab's dir gesagt? Los, Damien, mach schon! Hoho! Genau wie wir es geübt haben. Wow! Das war unglaublich, Damien. Großartige Arbeit. Du hast Glück, Bruder.
Das wird im nächsten Spiel nicht klappen. Oh, warte. Hast du heute 35 Punkte erzielt? Nein, hast du nicht. Das hab ich mir gedacht. Alles klar. Du hast diese neuen Schuhe doch nicht gebraucht, oder? Bist du nicht froh, dass du letzte Nacht etwas Ruhe hattest? Ja. Entschuldigung, Mike Hamilton, UCLA. Eine ziemlich gute Show heute Abend, junger Mann. Hast du vielleicht eine Sekunde Zeit? Ich würde gerne mit dir reden. Schön, Sie kennenzulernen, Mike Hamilton. Wir schauen uns gerade ein paar Schulen an, also wir rufen Sie an, wenn wir bereit sind. Okay, alles klar. Ich hoffe, bald von dir zu hören. Tolles Spiel, Trainer. Danke. Warum hast du ihn abgewiesen? Das ist UCLA. Ich weiß, was ich tue. Schau, wir müssen diese Leute wissen lassen, dass sie sich für dich anstrengen müssen. Die Angebote werden eingehen, wenn du konzentriert bleibst. Okay? Können wir los? Eigentlich wollen die Jungs was essen gehen. Tyler hat den BMW seines Vaters. Ist das cool? Ja. Geht Tylers Vater mit? Warum ist das wichtig? Er hat seinen Führerschein. Naja, da fahren vier Teenager in einem Luxuswagen in der Nacht herum. So spät? Überleg mal, warum ich mir vielleicht Sorgen mache. Papa, ich habe gerade 35 Punkte erzielt. Und ich bin stolz auf dich. Aber es ist keine Entschuldigung, schlechte Entscheidungen zu treffen. Schau, bleib fokussiert. Und im nächsten Spiel wirst du 40 Punkte erzielen. Okay, also, ich werde im Auto auf dich warten. Tolles Spiel, Leute. Also, eine sehr beeindruckende Leistung da draußen, Damien. Nicht, dass ich überrascht wäre. Sind das Yeezy Boosts? Ja, das sind sie. Ich kann dir ein paar besorgen, wenn sie dir gefallen. Rodney Bivens, Talentmanager. Ich helfe Talenten wie dir, Millionäre zu werden. Möchtest du Millionär werden, Damien? Ich meine, ah ja? Wollen wir die nicht alle? Aber ich habe bereits einen Manager. Mein Vater. Bist du damit zufrieden, wie er dich managt? Hey, hör zu. Wenn du Veränderung willst, kontaktiere mich auf Instagram. Ich habe dir gerade eine Nachricht geschickt. Ich kann dir viele Türen öffnen und dir helfen, deinen Traumlebensstil zu verwirklichen. Also, ich denke, ich treffe mich mit dem Typen, der dich sehen will. Rodney? Nein. Mike Hamilton von UCLA. Wer ist Rodney? Dieser Manager, der daran interessiert ist, mich zu verpflichten. Sein Instagram sieht ziemlich echt aus. Schau es dir an. Das sieht ein bisschen protzig aus. Was ist daran falsch? Das ist der Lebensstil, den ich haben möchte. Sohn, eines Tages wirst du lernen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Abendessen in 30 Minuten und stell sicher, dass du deine Hausaufgaben machst, bevor wir essen. Ich habe meine Hausaufgaben bereits erledigt. Okay, dann mach ein paar Liegestütze oder schau dir ein paar Basketballvideos an. Verschwende nicht deine ganze Zeit auf Instagram. Komm rein. Ja, ob du es glaubst oder nicht, eines Tages wirst du auch so ein Haus haben. Vielleicht sogar noch schöner. Im Ernst? Damien, ich habe vielen Talenten geholfen, reich zu werden. Ich kann das Gleiche für dich tun. Das heißt, wenn ich dich vertreten werde. Ah, und was haben Sie davon? Das ist das Beste daran. Du musst mir keinen Cent bezahlen, es sei denn, ich halte alles, was ich verspreche. Und wenn ich liefere, bekomme ich 20% deiner Lebenseinnahmen. Das ist alles. Wenn du diesen Vertrag hier unterschreibst. Du bist über 18, brauchst also keinen Vormund. Ich muss darüber nachdenken. Gut, das solltest du. Überstürze nie große Entscheidungen. Ah, bevor ich es vergesse. Hier ist ein kleiner Vertragsbonus für dich. Ich erinnere mich, dass du mich danach gefragt hast. Meinen Sie das im Ernst? Nur ein Tropfen auf dem Eisenstein. Und hey, ich weiß, dass dir diese Halskette gefällt. Also, ich sag dir was, sie gehört dir. Wenn du jetzt gleich bei mir unterschreibst. Wo ist der Stift?
Begeistert von all den schönen Dingen unterschreibt Damien und Rodney wird sein neuer Manager. Es dauert nicht lange und Damiens Vater erfährt davon und ist sauer. Aber Damien entscheidet, dass er nicht länger auf ihn hören muss. Er trainiert weiter sein Spiel. Aber dieses Mal, wenn Ablenkungen auftauchen, hat Damien niemanden in der Nähe, der ihm hilft, konzentriert zu bleiben. Damien gibt viel Geld aus. Feiert die ganze Zeit und verliert total seinen Fokus. All die Dinge, die sein Vater ihm niemals erlauben würde. All die Ablenkungen in Damiens Leben werfen ihn total aus der Bahn. Er ist ungedeckt! Er ist ungedeckt! Komm schon, Damien. Komm. Damien! Ah! Es tut mir leid. Hast du 40 Punkte erzielt? Oh, du hattest nur 4. Noch ein Spiel übrig. Dann wissen wir, wer der Beste ist. Warum riechst du nach Wodka? Mann, du bist abgefallen. Hey. Hey, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Ich muss mit dir über Management reden. Damien, was ist los? Hey, Rodney. Ich habe mich gefragt, ob es cool ist, dass ich hier vielleicht eine Weile unterkomme. Um ehrlich zu sein, ich möchte meinem Vater nicht gegenübertreten und dann sagt er, dass er recht hatte. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Tut mir leid. Alles klar. Ist es cool, wenn ich mir etwas Geld leihe, damit ich mir ein Hotel nehmen kann? Nein, das kann ich auch nicht. Aber ich dachte, sie würden auf mich aufpassen, egal was passiert. Hey, Rodney, dieses Haus ist der Wahnsinn. Wie viel... Sie arbeiten jetzt mit Aaron? Nun, er hat im letzten Spiel 40 Punkte erzielt. Wie viele Punkte hast du erzielt? Was meinen Sie? Sie können uns nicht beide vertreten. Wir haben einen Vertrag. Mach dir keine Sorgen um den Vertrag. Du kannst dich wieder von deinem Vater vertreten lassen. Und das will ich auch wieder haben. Hey. Und wenn du die Schuhe draußen lassen könntest, das wäre wünschenswert. Wir sehen uns nächste Woche beim Spiel, wenn das Team dich nicht vorher rausschmeißt. Hey, wo warst du? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, du würdest mich nicht sehen wollen. Nachdem, wie ich heute gespielt habe und wie ich mich so verhalten habe. Damien, ich bin nicht immer mit deinen Entscheidungen einverstanden. Aber am Ende des Tages bin ich dein Vater und ich liebe dich. Ich will nur das Beste für dich, Kumpel. Ja, das ist mehr, als was ich über Rodney sagen kann. Am Ende hat er Aaron verpflichtet und mich fallen lassen. Du hattest recht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist mir so peinlich. Ich habe mich komplett zum Idioten gemacht. Dir gegenüber, meinen Teamkollegen, allen. Ich habe die falschen Prioritäten gesetzt. Das ist wirklich stark von dir, das zuzugeben. Schau, wir alle machen von Zeit zu Zeit Fehler. Aber so lernen wir von unseren Fehlern. Betrachte das vielleicht als ein Segen. Ich meine, jetzt weißt du, warum ich immer so hart zu dir bin. Danke, Dad. Und was nun? Wir zeigen Rodney das. Dich fallen zu lassen, der schlimmste Fehler war, den er je gemacht hat. Alles, was du jetzt brauchst, ist einfach Fokus. I'm a giddy, you know I be on a what? Yeah, man, we coming for them bags. If they said I couldn't have, get the tag. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto, hard work, it's over everything. It's
that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and got a run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. 'Cause I'll be on the way. Yeah. You know I'll be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I'll be on the way. Komm schon, du brauchst noch 3 zum Sieg. Oh, ist okay, ist okay. Ja, ja, ja. Komm schon, komm schon. Ja! Oh Mann! Ja! Komm schon, Gott! 43 Punkte. Ich meine, ich denke, jetzt wissen wir, wer der beste Spieler ist. Komm schon! Wow, 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 wow. Was denken Sie, was Sie tun? Mit Damien reden? Nein, 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 nein. Tragen Sie Ihren traurigen Hintern hier raus. Und warum nehmen Sie nicht diesen billigen Schmuck mit? Ja. 43 Punkte. Alles klar, LeBron. Ja. Ha, wie ist das denn passiert? Hey, Damien, die beiden süßen Mädchen von neulich Abend. Wir wollen heute Abend abhängen. Bist du dabei? Geh schon. Ich meine, bleib einfach nicht zu lange aus. In Ordnung? Ist schon okay. Ich versuche gerade wirklich konzentriert zu bleiben, aber mach das gerne ohne mich. Okay. Okay. Und ich bin wirklich stolz auf dich, mein Sohn. Weißt du was? Warum gehen wir nicht los und besorgen dir die Sneakers, die du willst? Nein, ist schon okay. Solange ich meine Basketballschuhe habe, bin ich okay. Hey, ja? Ich glaube, jemand möchte mit dir reden. Glaube ich nicht. Vielleicht kannst du mit ihm reden? Ich vertraue deinem Urteil mehr als meinem. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde so tun, als wäre Duke nicht unsere erste Wahl. Hm? Klasse. Dann los. Hey, wie geht's Ihnen? Herzlichen Glückwunsch. Damiens Vater, danke. Ich möchte Sie nur wissen lassen, dass wir viele Schulen haben, die an ihm interessiert sind. Aber ich bin wirklich neugierig und höre gerne, was Sie anbieten. Ball, Ball! Oh, du glaubst, du kannst mich blocken? Dass du darauf reingefallen bist. Deshalb bin ich die Nummer 1. Ihr müsst besser werden, wenn ihr ins Team wollt. Hey, Decker. Hast du dich verirrt oder was? Nein, ich komme zum Probetraining. Du erzählst mir, dass du mit uns Basketball spielen willst? Verschwinde von hier, Mann. Ich wette, du schaffst es nicht mehr bis zur Spielfeldhälfte, ohne außer Atem zu geraten. Hallo zusammen. Willkommen. Wie ihr alle wisst, suchen wir den 5. Mann. Was bedeutet, nur einer von euch wird es ins Team schaffen. Sieht so aus, als könnten sie bereits einen streichen. Hey. Willst du es nicht probieren? Wer ist? Jaden. Okay, Jaden. Du bist hier. Kannst es wenigstens ausprobieren. Alles klar, Jungs. Schnappt euch Wasser und dann geht's los mit ein paar Runden laufen. Los geht's, Beeilung. Schnell, schnell. Bewegt euch. Los. Vergiss mal Corey. Er ist gut, aber er denkt, er wäre der nächste Bronny James. Danke. Weißt du, wann sie den 5. Spieler für das Team auswählen? Nächsten Monat, denke ich. Okay. Ich hoffe echt, dass ich es ins Team schaffe. Ins Team schaffe? Schau, Kumpel, wenn du wirklich mit uns spielen willst, kannst du mein Balljunge sein. Okay, los geht's. Beeilt euch, aufstellen, los geht's los. Gute Arbeit, gutes Tempo, behalte das so bei. Los geht's. Versuch mitzuhalten, Jaden. Los geht's, Beeilung. Los, komm Vielleicht schon. Vielleicht läuft er schneller, wenn wir was Süßes unter den Korb legen. Los damit, Corey. Was? Ich bin nur ehrlich. Hey, hey. Weißt du, Jaden, wenn du den Pulli ausziehst, läuft's leichter. Okay.
Jetzt weiß ich, warum er den Pulli anbehalten wollte. Er versucht, all das Fett zu verbergen. Genug, Corey. Komm schon, weitermachen. Beeilung. Gute Arbeit, gute Arbeit. Entschuldigung, ich brauche nur eine Minute. Ja, okay, in Ordnung. Wahrscheinlich sind alle müde. Wir können hier aufhören. Machen Sie Witze? Es ist nur er. Ich bin noch nicht mal ganz aufgewärmt. Okay, 5 Minuten Pause. Hier sind Snacks für euch, wer sie haben möchte. War mir nicht sicher, ob noch was übrig ist, nachdem ich dich hier sah. Also, was ist dein Deal? Du weißt, dass es einen gewissen Körpertyp zum Basketball braucht. Das weiß ich, aber das hat mich nie aufgehalten. Ich liebe Basketball zu spielen, seit ich 5 war. Sicherlich ist das nicht das Einzige, was du liebst. Warum schikanierst du mich ständig? Lass mich in Ruhe. Gut. Nur ein kleiner Tipp. Vielleicht, wenn du Äpfel statt Gebäck essen würdest, würdest du nicht so viel wiegen. Okay, Jungs, wir machen Verteidigung und Übung. Wir starten mit Corey auf dem Platz und du blockierst ihn. Aber ich weiß, ich schaff's nicht. Gib einfach dein Bestes. Check. Woher haben Sie diese neuen Kindercoach? Walmart? Hey, werd nicht zu selbstsicher, Corey. Einer von ihnen könnte besser sein als du. Jaden. Puh, das wird lustig. Jemand holt mal Krücken, denn ich brech dem hier sicher gleich die Knöchel. Check. Wow, großartige Arbeit, Jaden. Versuch jetzt zu treffen. Er hatte Glück. Ah, gib mir das! Ich hab dir gesagt, du hattest einfach Glück. Brummel? Hey, hör auf damit. Ich mein's ernst. Hey, mach dir keine Sorgen. Wirklich gut gemacht. Das sind nur falsche Hoffnungen. Er ist einfach nicht für das Team gemacht. Hey, vielleicht noch nicht, aber irgendwo müssen wir alle anfangen. Er sollte anfangen, 20 Pfund abzunehmen. Hey, ich kann dich auch wegen deines Betragens auf die Bank setzen. Es ist mir egal, wie gut du bist. Jaden, warte. Okay, alle anderen, übt weiter. Ich bin gleich wieder da. Jaden, warte. Geht's dir gut? Das war eine schlechte Idee. Ich hätte nie hierher kommen sollen. Warte, aber du hast gesagt, dass du unbedingt im Team spielen willst. Ich will. Ich meine, ich wollte, aber ich bin dafür nicht geeignet. Aber gib nicht auf, nur weil dich jemand schlecht behandelt. Weißt du, wie viele Leute mich geneckt haben, als ich anfing, Basketball zu spielen? Aber sie sind nicht so übergewichtig wie ich. Glaubst du, ich habe schon immer so ausgesehen? Nicht einmal annähernd. Weißt du, als ich jünger war, war ich, sagen wir mal, kräftiger als alle anderen. Aber ich habe immer davon geträumt, Spieler zu werden. Jedes Mal, wenn ich zum Training kam, wurde ich ausgelacht. Die haben sich lustig gemacht und mir gesagt, dass ich nicht für Basketball geeignet bin. Aber das wirklich Entscheidende ist, davon habe ich mich nie abhalten lassen. Ich habe hart gearbeitet und an mich geglaubt, egal was. Ich war entschlossen, der beste Spieler zu werden, der ich sein konnte. Und weißt du was? Mit der Zeit wurde mein Traum wahr. Ich bin einer der besten Spieler geworden. Du siehst also, früher war ich schwerer. Aber das hat mich nie gestoppt, großartig zu sein. Jetzt bist du dran. Du kannst im Leben alles werden, was du willst. Solange du hart arbeitest und an dich glaubst. Wow, ich glaube nicht, dass sie so wie ich waren. Mhm. Und wenn ich es kann, kannst du es auch. Wir haben noch einen Monat Zeit, bis wir den 5. auswählen. Also übe einfach weiter, okay? Mit neu gewonnener Inspiration entscheidet Jaden, hart zu arbeiten und wieder an sich zu glauben. Jeden Tag ist er der Erste, der am Platz ist, bevor alle anderen kommen, und der Letzte, der geht, nachdem alle anderen weg sind.
Er trainiert Tag für Tag und wenn er mal aufgeben will, denkt er an die Worte des Trainers. Und das bringt ihn dazu, hart zu arbeiten und an sich zu glauben. Mit der Zeit wird Jaden besser und besser. Er übt Tag für Tag weiter. Und am Ende wird er ein wirklich guter Spieler. Und dann kam der Tag der Entscheidung. Boom! 2-0. Kann ich das nochmal versuchen? Leider ist es der beste von drei Körben. Sorry. Willst du als nächstes? Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du überhaupt aufgetaucht bist. Schätze, du wolltest nochmal verlieren. Das werden wir sehen. Ah, bist also ein harter Kerl, oder? Mal sehen, wie lange das Vertrauen anhält. Check. Check. Wow. Oh, super. Yeah. Guter Schuss, Jaden. Guter Schuss. Egal. Das ist der einzige Schuss, den du reinkriegst. Komm, versuch das nochmal. Oh. Oh. 1-1. Der nächste Punkt gewinnt. Check. 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 Hab ich grad. Check. Das reicht. Spiel endlich. Oh. Bist du bereit? Wofür? Du kannst doch nichts. Oh, oh. Und Spiel. Oh, oh. Ah. Ja. Glückwunsch. Ja. Gute Arbeit, Kumpel. Toll. Er hatte einfach Glück. Lass uns noch mal spielen und sehen, was passiert. Ich bin viel besser als er. Also, das wird nicht nötig sein. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Alle zusammen, bitte helft mir, Paul im Team zu begrüßen. Yeah! Hey, es ist okay. Du hast... Oh nein, er ist nicht der Einzige. Ich füge auch Jaden zum Team dazu. Ja! Super! Wirklich? Ja. Moment, aber das macht keinen Sinn. Dann wären es 6 Spieler. Ich hab's dir gesagt, Corey. Es ist mir egal, wie gut du bist, wenn du eine schlechte Einstellung hast. Jaden und Paul werden also nächste Saison starten. Und du wirst auf der Bank sitzen. Das ist lächerlich. Sie wissen, ich bin der beste Spieler im Team. Also sollte ich anfangen. Wenn du willst, kannst du mein Balljunge sein. Nur zum Dank. Vielen Dank allen anderen, dass ihr es probiert habt. Vielleicht nächste Saison. Jaden, Paul, kommt mit. Wir probieren die neuen Trikots. Und schauen uns den Zeitplan an. Oh, was nun? Jenna, hast du meine Jacke gesehen? Mist. Jenna? Hast du meine Jacke gesehen? Ich kann sie nirgends finden. Nein, ich glaube nicht. Bist du sicher? Es war die weiß-rosa-blaue, die ich erst letzte Woche gekauft hatte. Nein, sorry, hab sie nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo sie sein sollte. Wo sind meine Spaghetti-Reste? Sind das meine Spaghetti? Nein, glaube ich nicht. Da steht mein Name drauf. Ich wollte das heute Abend essen. Sorry. Ich hatte Riesenhunger. Du machst das immer. Ich meine, wie würdest du dich fühlen, wenn ich dein Essen essen würde? Das ist doch keine große Sache, Dakota. Oh mein Gott. Hast du die Stromrechnung nicht bezahlt? Ich wollte.
Ich bezahle sie morgen. Ich habe dir das Geld jeden Monat gegeben. Und du hast nicht bezahlt? Jenna, in der Mahnung steht, dass sie den Strom heute abstellen. Entspann dich, okay? Ich kümmere mich drum. Meine Jacke! Mit Spaghettiflecken drauf? Warst du das? Hör mal, ich hab sie nur anprobiert. Mach dir keine Sorgen, ich mach sie dir sauber. Wie würdest du es finden, wenn man das mit dir machen würde? Weißt du, du solltest Leute immer so behandeln, wie du behandelt werden willst. Sag bloß, die haben den Strom abgestellt. Das ist unglaublich. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Ich verspreche, ich krieg das alles wieder hin. Erst isst du mein Essen. Und dann ruinierst du meine Jacke. Und jetzt sitzen wir hier im Dunkeln, weil du vergessen hast, die Stromrechnung zu zahlen. Ich kann das einfach nicht mehr. Dakota, wohin gehst du? Ich ziehe zurück zu meiner Mama, bis ich etwas anderes finde. Such dir eine neue Mitbewohnerin. Dakota packt ihre Sachen und zieht aus. Jenna findet schließlich eine neue Mitbewohnerin, die bei ihr einzieht, und alles wirkt anfangs wirklich toll. Aber mit der Zeit erwischt sie ihre Mitbewohnerin, wie sie ihre Kleidung trägt, ihr ganzes Essen aufisst und sogar vergisst, die Rechnungen zu bezahlen. Es geht langsam bergab mit der neuen Mitbewohnerin, also bittet Jenna sie, auszuziehen. Jenna beginnt, Dakota zu vermissen und bereut wirklich, wie sie sie behandelt hat. Ein paar Monate später beschließt Jenna, Dakota zu besuchen. Jenna, was machst du hier? Ich wollte nur vorbeikommen und dir das geben. Es tut mir schrecklich leid, dass ich deine Jacke ruiniert habe. Oh, wow. Das hatte ich nicht erwartet. Sieh mal. Es tut mir wirklich leid. Das alles. Du hattest recht. Ich hätte dich so behandeln sollen, wie ich behandelt werden möchte. Meinst du, du kannst mir vergeben? Natürlich. Und eigentlich ist dein altes Zimmer wieder frei. Falls du noch eine Bleibe suchst. Liebend gerne. Nun, sieht aus, als muss ich packen gehen. Zeitung ging's an. Papa, schau mal. Ich habe lauter Einsen auf meinem Zeugnis. Bist du stolz auf mich? Siehst du nicht? Ich übe gerade mit deinem Bruder. Geh jetzt rein. Die Beine mehr auseinander. Halte den Schläger höher. Komm schon, Ryan. Du schaffst es nie ins Team, wenn du so schlägst. Liebling, lass uns reingehen. Aber ich wollte es wirklich Papa zeigen. Ich weiß. Papa, schau mal! Ist alles okay, Liebes? Warum sagt sie nichts? Sie hat eine traumatische Hirnverletzung auf der linken Seite des Gehirns erlitten, was ihr Sprachvermögen und andere Probleme beeinträchtigen könnte. Aber sie wird doch wieder gesund, oder? Wann wird es ihr besser gehen? Nun, das ist schwer zu sagen. Es könnte Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern. Und in einigen Fällen kann der Schaden permanent sein. Aber das Gehirn ist sehr widerstandsfähig und kann sich in vielen Fällen selbst regenerieren und heilen. Bei Hannah könnte es zu einer Verminderung ihrer motorischen Fähigkeiten kommen.
Aber wir könnten eine Beschleunigung und Verbesserung in Bereichen wie Kunst und Kreativität sehen. Also, was Sie sagen, ist, dass sie vielleicht nicht bestimmte Dinge tun kann, aber sich in anderen verbessern wird. Genau. Es ist, als ob sich das Gehirn umverdrahtet, um Energie zu sparen. Aber Hannah könnte uns überraschen und ein vollständiges Comeback schaffen. Nun, was können wir tun, um ihr zu helfen? Wir werden alles tun, was nötig ist. Sie braucht sehr viel Liebe und Unterstützung. Es wird keine einfache Zeit sein. Aber mit Ihnen an Ihrer Seite wird das den Unterschied machen. Natürlich, das steht außer Frage. Vielen Dank, ich komme gleich wieder. Baby, geht es dir gut? Wir werden hier für dich sein, egal was passiert, okay? Wir werden das zusammen durchstehen. Wenn du mehr möchtest, lass es mich wissen. Ryan? Wie kann ich denn sagen? Du siehst traurig aus. Geht es dir gut? Ich kann einfach nicht anders, als zu denken, dass das alles meine Schuld ist. Oh, das ist nicht deine Schuld. Hannah braucht einfach etwas mehr Zeit und es wird ihr gut gehen. Es? Wie willst du sonst stark für Baseball sein? Mir ist aber Baseball egal. Du musst dich dafür interessieren. Wie sollen wir sonst irgendwann aus diesem Schlamassel herauskommen? Du kennst die Situation im Waschsalon. Sie wird immer schlimmer. Setz ihn nicht zu sehr unter Druck. Brauchst du Hilfe, Hannah? Hast du vergessen, wie man ist? Die Ärztin hat gesagt, dass sie bei bestimmten Dingen vielleicht etwas mehr Zeit braucht. Hier, ich helfe dir. Ich habe darüber nachgedacht und beschlossen, dass es am besten ist, Hannah zu meiner Mutter nach Hongkong zu schicken. Was? Nein, Papa, ich will nicht, dass sie geht. Warum soll ich sie schicken? Sie ist jetzt die Zeit, die wir brauchen. Wer hat Zeit, sie zu sehen? Du musst nicht in die Schule gehen. Sie kann in die Schule gehen. Sie kann nicht sagen. Mrs. J, Hannah macht es schon wieder. Hannah, du musst mit dem Klopfen aufhören. Hannah, ich habe dich gebeten, aufzuhören. Hast du deinen Test beendet? Du hast noch nicht einmal angefangen. Die Zeit läuft dir davon. Das sind unsere Einnahmen für heute. Oh mein Gott. Ja, wir müssen uns. Ich weiß es nicht. Wir sollten einen Flohmarkt machen, so wie wir es besprochen haben. Ach ja, einen Flohmarkt. Ja, Flohmarkt. Entschuldigung, ich glaube, mit diesem Gerät stimmt etwas nicht. Versuchen Sie ein anderes. Ja. Okay. Was kann sonst noch schiefgehen? Hallo? Was? Jetzt? Bingo. Zur Schule. Sie kann nicht sprechen, sie kann nicht schreiben. Sie kann tippen. Sie ist wirklich gut darin. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich bin sicher, dass dies kein leichtes Gespräch ist. Aber wir können sie einfach nicht hier behalten. Es muss doch spezielle Programme oder Klassen geben, oder? Ja, die gibt es. Nur nicht an dieser Schule. Ich bin sicher, Sie können einige andere Optionen online finden. Sind sie kostenlos? Sie können staatliche Unterstützung beantragen, aber der Prozess könnte mehrere Monate dauern. Was sollen wir bis dahin bitte tun? Sie ist wirklich intelligent. Früher hatte sie nur Einsen im Zeugnis. Sieh, Schatz, tu das nicht. Bitte binde deine Schuhe.
Geben Sie ihr einfach etwas Zeit. Sie wird Sie wirklich beeindrucken. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Wir können sie einfach nicht hier behalten. Das ist麻烦. 怎么办呢？我也不知道怎么办呢。妈，不要，爸爸先回家。哎，走吧。 Los, Schatz. Ich habe meine Mutter angerufen. Sie sagt, sie würde sich freuen, sie zu nehmen. Hä? 你有没有听到你在说什么呀？我想都没有想过要把小孩送走。我觉得我可以把他带着我一起去 laundromat。我可以自己教。都根本唔知佢要喺度几耐。咁之后点啊？又我都要搵食噶。钱很重要，但是。 就算是这个样子，我也不想要把我的小孩送走。 Du solltest niemals, niemals, niemals deine Familie aufgeben. 你不要再讲这件事情了。干嘛呢你？ Hast du das gemacht? Papa, müssen wir das verkaufen? Ja. Okay. Also, bist du bereit? Du spielst Klavier? Wie hast du das gelernt? Wo sind alle? Ich weiß nicht. Die können unser Schild wahrscheinlich nicht sehen. Ich wäre fast vorbeigefahren. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Hier gibt es einige schöne Sachen. Ein paar richtige Schätze. Ich bin überrascht, dass nicht alles schon ausverkauft ist. Es ist schwer, gute Flohmarktsachen wie diese zu finden. Das ist wirklich schön. Wie viel? Oh nein. Dieses ist nicht zum Verkauf. Doch, ist es. $50. Nein! Nein, Calvin. 你爸爸走之前给你的，我知道你很珍惜他。Danke. 那呢个重要啊？幅画紧要定还是交租啊？就嚟冇瓦遮头啦，得翻2个礼拜咋？可是。 Wenn die Leute von diesem Verkauf wüssten, bin ich sicher, sie würden Schlange stehen. Schade, dass es keine App oder so etwas gibt, die den Leuten hilft, solche Sachen zu finden. Hey,妈，谢谢你打回来呀。你那边都好吗？你好像压力很大，瘦了好多。我还可以吧，嗯，有一件事情想问你，如果 Hannah 跟你一起住的话，可以吗？她一直都没有好。可以，当然可以。我希望把孙女带在身边。你爸走了以后，我在这边很寂寞。谢谢你，妈。那么我先找些便宜的机票，接我再打给你吧。 你保重了吗？好，你也保重。我早就跟你说过了，我们没有要把他送走。我们没有办法，机票奇迹吧？我们只有3天，之后就没有地方住了，可以怎么办呢？ Mama, Papa, kommt schnell! Hier sind so viele Leute! Was ist los? Was macht ihr hier? Wir sind hier wegen des Flohmarkts. Sie sagten, es beginnt um 13 Uhr, oder? Ich habe es auf der App gesehen. Ich verstehe nicht, ich habe nichts auf irgendeiner App gelistet. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Es gab keine. Hannah hat sie erstellt. Oh, du hast eine App erstellt? Aber wie? Hast du dir selbst das Programmieren beigebracht? Also, findet der Verkauf statt oder nicht? Ja, bitte. Gib mir ein paar Minuten. Das sind mehr Kunden, als wir den ganzen Tag letztes Mal hatten. Mhm. Vielleicht können wir genug Geld verdienen, um die Miete zu bezahlen. Vielleicht hat Hannah das bereits getan. Zeig es ihnen. Meike, Hannah.
Jedes Mal, wenn jemand seinen Verkauf in der App listet, werden wir bezahlt. Wirklich? Ich nehme diese. Happy Birthday! Danke, Leute. Und ihr habt mir ein Geschenk gebracht? Von Hannah. Oh, mal sehen. Nein. Hast du den Kerl gefunden, der es gekauft hat und es zurückgekauft? Wie hast du es dann gemacht? Sie hat es gezeichnet. Alles aus ihrer Erinnerung. Unmöglich. Das sieht genau gleich aus. Hast du das wirklich selbst gemacht? Bist du stolz auf mich, Papa? Oh, Liebes. Ja, ich bin wirklich sowas von stolz auf dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich auf dich bin. Sie spricht auch ein wenig mehr. Die Ärztin sagt, wir müssen nur Geduld haben. Nun, es spielt keine Rolle, wie lange es dauert. Denn ich werde niemals die Hoffnung in dich aufgeben. Und es gibt noch eine Überraschung. Mama? Hallo, Bujian. Nihama. Gamsin Kanjian. Oh, meine Liebe. Und weißt du, wie lange deine Schwester noch bei uns bleibt? Keine Sorge, sie wird ausziehen, sobald sie eine Arbeit findet. Okay, nun, es sind schon 6 Monate und es fühlt sich ein wenig so an, als würde sie uns ausnutzen. Ah, du hast Frühstück gemacht. Ich wollte das essen, aber klar, du kannst es haben. Ich mache einfach noch eins. Toll, weil ich bin am Verhungern. Endlich, mein Paket ist da. Ich war schon fertig mit dem Geschirr. Könntest du dein eigenes Teller abwaschen? Es ist nur ein Teller, was ist das Problem? Hey Ashley, solltest du nicht schon unterwegs sein? Ist dein Interview nicht um 9? Ich werde dort nicht hingehen. Was? Wieso? Weil ich nicht so früh aufstehen konnte. Wer setzt ein Vorstellungsgespräch so früh an? Oh. Kann jemand von euch nach der Arbeit mehr Orangensaft kaufen? Eigentlich. Kaufst du heute die Lebensmittel? Ich schreibe dir eine Liste. Wir haben sehr viele Termine heute. Nicht, Paul? Ja, tatsächlich klingt das nach einem sehr guten Plan. Ihr macht Witze, nicht? Ich hab nicht so viel Geld. Es sind die neuen Schuhe, die ich bestellt habe. Also, du hast Geld, um neue Schuhe zu kaufen, aber kein Geld, um mit den Lebensmitteln zu helfen? Ja. Diese Pumps sind ein Muss. Das ist mein Freund. Ich mach auf. Siehst du, was ich meine? Sie hilft uns gar nicht im Haushalt. Sie kauft keine Lebensmittel und jetzt ladet sie ihren Freund hierher ein? Ich weiß, aber was genau soll ich denn tun? Sie ist meine Schwester. Ich muss ihr helfen, bis sie eine Arbeit findet. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt eine Arbeit sucht. Ich sag ja nur, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem zu helfen und sich ausnutzen zu lassen. Ihr zwei? Das ist Scott, mein Freund. Hallo. Ich wollte mich nur bedanken, dass ihr mich hier für eine Weile wohnen lasst. Nachdem ich meine Mutter rausgeschmissen hat, wusste ich nicht weiter. Warte, was?
Er wird hier wohnen? Nur für eine kurze Zeit, ihr wisst schon. Bis er eine Arbeit findet. Ja, es war sehr hart wegen meiner Vorbestrafung. Aber ich bin sicher, ich finde bald etwas. Paul, willst du etwas dazu sagen? Ja. Scott, kannst du uns vielleicht für ein paar Minuten entschuldigen, bitte? Ja, ja, klar. Ja, danke. Ashley, wie konntest du deinen Freund einziehen lassen, ohne uns vorher zu fragen? Dachte nicht, dass das eine große Sache ist. Natürlich ist es eine große Sache. Du, es tut mir leid, aber ich denke, es ist wirklich Zeit, dass du ausziehst und eine eigene Wohnung findest. Was? Du weißt, es ist gerade eine schwere Zeit für mich. Willst du mir nicht helfen? Natürlich will ich dir helfen. Du bist meine kleine Schwester, aber Ashley, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem zu helfen und sich ausnutzen zu lassen. Fein. Ich brauche dich nicht. Ich werde mir eine Arbeit finden und meine eigene Wohnung mit Scott. Danke für nichts. Ashley. Der Mann und seine Frau stehen dort und sehen Ashley zu, wie sie aus dem Haus stürmt. Jetzt, wo Ashley nicht mehr auf ihren Bruder bauen kann, nimmt sie die Arbeitssuche viel ernster. Bald darauf stellt eine Firma sie ein. Ashley und Scott finden schlussendlich eine neue Wohnung zusammen. Sie könnten nicht glücklicher sein. Es geht für sie nur noch bergauf. Das heißt, bis Scott seine Schwester bei ihnen einziehen lässt. Sie macht es sich ganz schnell gemütlich, ohne Ashleys Zustimmung. Monate vergehen und Scotts Schwester zahlt nicht nur keine Miete, sie hilft auch niemals im Haushalt. Sie erwartet, dass Ashley sich um alles kümmert. Ashley versteht nun endlich, wie es sich anfühlt, ausgenutzt zu werden. Und dann, eines Tages, beschließt Ashley, ihren Bruder und ihre Schwägerin zu besuchen. Ashley, hey! Alles in Ordnung? Ja, ich wollte euch nur sagen, es tut mir wirklich leid, wie ich euch behandelt habe. Ich verstehe nun den Unterschied zwischen jemandem zu helfen und sich ausnutzen zu lassen. Ich habe euch definitiv ausgenutzt. Mir tut das alles wirklich leid. Wow, es ist so nett, das alles von dir zu hören. Oh. Ich habe Lebensmittel gebracht. Ihr habt mich all diese Monate gratis hier leben lassen, also das ist das Mindeste, was ich tun kann. Oh, vielen lieben Dank. Komm her. Okay, das sind dann 2,40. Könnten Sie es bitte bei mir abziehen? Ich bin Ryan Harris. Bei dir ist aber leider nichts mehr drauf. Sind Sie sicher? Meine Mom wollte das heute Morgen aufladen. Könnten Sie noch mal nachsehen? Wieso dauert das so lange? Echt jetzt, beeil dich doch mal. Sorry, aber es bleibt bei $0. Hast du es bar? Na, schon okay. Hab eh keinen großen Hunger. Danke. Hi, bitte bei mir abziehen.
Olivia Jones. Hab ich einen Hunger. Hier, dein Mittagessen. Was? Ich dachte, ich habe kein Guthaben. Ist so. Aber alles gut, ich habe bezahlt. Und ich habe für den restlichen Monat aufgeladen. Ernsthaft? Vielen herzlichen Dank. Aber warum helfen Sie mir? Nun, ich weiß, wie es ist, kein Essen zu haben. Weißt du? Als kleines Mädchen ging ich auch hier zur Schule. Meine Eltern hatten wenig Geld, wir kamen kaum über die Runden. Ich erinnere mich, wie ich anstand, um mein Mittagessen zu holen. Aber ich hatte kein Guthaben und ich ging mit leeren Händen. Ich hatte riesigen Hunger und dachte, das würde so bleiben. Doch völlig unerwartet brachte mir die großartige Kassiererin etwas zu essen. Ich sagte, ich könne das nicht zahlen, aber sie meinte, ich solle nur eines Tages dasselbe für jemanden in Not tun. Und du siehst, ich habe die nette Frau nie vergessen. Sie ist der Grund, warum ich hier angefangen habe. Sie hat mein Leben für immer verändert, aber wird es wohl nie erfahren. Coole Geschichte. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Hier, nimm das. Und hilf eines Tages jemand anderem in Not. Werde ich. Hey Mom, bin wieder zu Hause. Mom? Alles okay? Ja, alles gut. Hör mal, es tut mir so leid, dass du heute nichts zu essen hattest. Ich hatte einfach kein Geld, das ich dir aufladen konnte. Aber bald, das verspreche ich dir. Ich verspreche es. Ich bin die schlimmste Mutter, die es gibt. Mom, ist schon gut. Hey. Ich hatte was zu essen. Hattest du? Aber woher? Weißt du, da war diese echt nette Frau. Sie hat mein Guthaben für den Monat aufgeladen. Und dafür wollte sie nur, dass ich irgendwann jemand anderem in Not helfe. Sie gab mir sogar diese Karte. Ist alles in Ordnung, Mom? Noch mehr als das. Eines Tages werde ich führender Tennisspieler in der Liga sein. Ich weiß nicht. Raphael ist Nummer eins. Hey, hey, tritt nicht auf meine brandneuen Schuhe, Bro. Es tut mir so leid, Raphael. Wie wär's, wenn ich auf deine... Ja, deine Schuhe sind so lausig. Es würde keinen Unterschied machen. Mein Papa hat nicht so viel Geld, also kann ich keine neuen kaufen. Ja, das sieht man, Mann. Kein Wunder, dass er so schlecht Tennis spielt. Okay, holt euch einen Schläger und legt los. Aus dem Weg, Trottel. Hey! Yo!
geiler Schläger, Mann, cool. Ja, mein Dad hat extra bezahlt, um ihn extra stark zu machen. Krass. Ich meine, zum Gewinn braucht man das Beste, oder? Hey, armer Junge, sag bloß, das ist dein Schläger. Doch, warum? Ist der Secondhand-Dude? Der ist wohl 100 Jahre alt, oder was? Mein Papa spielte damals mit dem Schläger. Ah, weißt du, lass mal sehen, Bro. Bro, ich will nicht lügen. Ich würde mich damit nicht sehen lassen. Oh Mann, gib ihn zurück. Hör mal, okay? Deswegen wirst du nie im Tennis gewinnen. So ein Loser. Wie ihr wisst, kommt die Meisterschaft immer näher. Nicht, dass es eine große Überraschung gibt, wer gewinnt. Hey, wuhu! Also, üben wir zu Anfang den Aufschlag. Hey Coach, es gab ein Problem mit Rogers Bezahlung. Was meinst du? Der Scheck seines Vaters ist geplatzt, also hat er nicht bezahlt. Ich meine, kommt schon. Ist das echt eine Überraschung? Ich meine, ihr seht seinen Schläger, seine Schuhe. Ich meine, komm schon. Es tut mir leid, Roger. Du kannst heute leider nicht mitspielen. Hey. Übrigens, räumst du nicht auf, wenn du pleite bist. Hey. Hey, Roger. Wie war das Training? Es war schrecklich. Sie haben über mich gelacht und am Ende durfte ich nicht mal spielen, weil dein Scheck geplatzt ist. Roger, es tut mir leid. Ich war sicher, ich hatte genug. Okay, weißt du, ich werde am Freitag bezahlt. Weißt du was, vergiss es. Ich werde nie gewinnen. Mit diesen schlechten Schuhen und diesem alten, schlechten Schläger. Ich gebe auf. Meinst du, ich wurde Champion, weil ich eine gute Ausrüstung hatte? Darum geht es nicht. Warte. Du warst der Champion? Ja, war ich. Wow. Ich hatte keine Ahnung. Und du hast gewonnen mit diesem Schläger? Ich habe keinen neuen Schläger oder schicke Schuhe gebraucht oder Unterricht. Man gewinnt nicht durch das, was man hat, sondern durch harte Arbeit. Nachdem er die Geschichte seines Vaters gehört hat, freut sich Roger wieder über seinen Traum. Er beginnt jeden Tag mit seinem Vater zu üben, arbeitet sehr hart daran, sein Spiel zu verbessern. Mit der Zeit wird er sehr gut. Als die Meisterschaft naht, schlägt er schnell seinen ersten Gegner. Er gewinnt sogar sein zweites Spiel. Roger schlägt weiterhin alle seine Gegner und schafft es bis ins Finale. Mit seiner alten Ausrüstung trifft Roger auf niemand Geringeren als Raphael in der Meisterschaft. In einer Abfolge von Events führt Roger mit 7-6 Punkten gegen Raphael in dieser dritten Entscheidungsrunde. Gleich macht er den Aufschlag. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg. Ach, danke. Also erzähl uns, wie spielt man mit so alten Schuhen und einem alten Tennisschläger und gewinnt auch noch die Meisterschaft? Nun, ein weiser Mann hat mir einmal gesagt, man gewinnt nicht durch das, was man hat, sondern durch harte Arbeit.
guter Job, Sweetie. Papa, ich habe dem Weihnachtsmann den Wunschzettel geschrieben. Kannst du ihn für mich abschicken? Klar, Schatz. Danke. Willst du mit uns den Baum fertig schmücken? Ich hab zu tun, Anna. Aber wir sind dabei, den Stern aufzuhängen. Das ist das Wichtigste. Anna, jetzt nicht. Ich muss meine Arbeit erledigen. Kannst du Ruhe geben? Walter, mach eine kurze Pause. Du weißt, wie viel dir das bedeutet. Oh, toll. Jetzt muss ich dir das auch noch erklären. Meine Arbeit ruft. Aber sie ist deine Tochter. Du weißt, wie glücklich sie ist, wenn du Zeit mit ihr verbringst. Sie? Ich habe genau den Baum gekauft, den sie sich gewünscht hat. Ist das nicht genug? Weißt du was? Ich arbeite einfach im anderen Walter. Zimmer. Hier die Füllung. Deine Vorliebe. Das sieht so gut aus, Mama. Setz dich hin, damit wir essen können. Ja, Schatz. Das ist perfekt. Wir alle zusammen, das Essen und... Ach, ich muss rangehen. Aber es ist Heiligabend und du hast den ganzen Tag gearbeitet. Kannst du nicht wenigstens mit uns Abendessen? Also ich bin schuld? Wer denkst du bezahlt euer tolles Essen? Das kostet eine Menge Geld. Papa, bitte. Ich möchte mit dir zusammen Abendessen. Und kannst du nicht später zurückrufen? Nein, ich muss da rangehen. Hey Chris, wie geht's, Mann? Nein, ich bin überhaupt nicht beschäftigt. Anna, komm schnell! Frohe Weihnachten, Schatz! Sieh dir all die Geschenke vom Weihnachtsmann an. Aber ich habe ihn nicht um Geschenke gebeten. Wo ist Papa? 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 Was soll das ganze Geschrei? Anna packt gleich ihre Geschenke aus. Warte, warum trägst du einen Anzug? Chris braucht mich im Büro. Wir sind mitten im Abschluss eines großen Deals. Also muss ich los. Was? Du gehst an Weihnachten? Nein, geh nicht, Papa. Anna, hör auf. Du weißt, wie wichtig meine Arbeit ist. Das ist nicht fair. Du stellst die Arbeit immer über deine Familie. Fair? Willst du wissen, was nicht fair ist? Dass ich den ganzen Tag arbeiten muss, damit ich dir alles kaufen kann, was du Walter. Dir wünschst. Was? Sie wird es irgendwann rausfinden. Wer glaubst du, hat dir die ganzen Geschenke besorgt? Der Weihnachtsmann? Ich sag's dir nur ungern, Anna, aber den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Walter! Ich weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, weil er mir nicht mal das gebracht hat, was ich mir gewünscht habe. Oh, toll. Jetzt will sie noch mehr. Nach all dem Geld, das ich für diese Geschenke ausgegeben habe, ist es immer noch nicht genug. An Weihnachten geht's nicht um Geld oder Geschenke, sondern darum, mit seinen Liebsten Zeit zu verbringen. Aber wenn dein Geschäft wichtiger ist als deine Familie, na gut, dann geh. Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, du hast viel zu tun und ich bitte dich nur ungern um etwas. Aber es gibt eine Sache, die ich mir wirklich zu Weihnachten wünsche. Weißt du?
Mein Vater ist der beste Mensch, den ich kenne. Er arbeitet so hart, damit Mami und ich ein tolles Leben haben. Er hat mir sogar den besten Weihnachtsbaum gekauft, den ich mir gewünscht habe und besorgt mir immer, was ich mir wünsche. Aber seit Papa seinen neuen Job hat, hat er nicht mehr viel Zeit für uns. Er ist fast nie zu Hause, sodass Mami und ich immer ohne ihn zu Abend essen müssen. An den Tagen, an denen er zu Hause ist, ist er immer so beschäftigt mit seinem Laptop oder seinem Telefon. Ich vermisse es, Zeit mit ihm zu verbringen. Auch wenn er mir all diese schönen Dinge schenkt. Ganz ehrlich, ich würde alles eintauschen, wenn ich dafür meinen Papa zurückbekomme. Du siehst also, dieses Weihnachten will ich keine Geschenke. Alles, was ich will, ist, dass mein Dad Zeit mit mir verbringt. Ich liebe ihn so sehr. Danke, Anna. Verzeihung. Können wir den Wagen wenden? Ja, klar. Wo wollen Sie denn hin? Heim. Zu meiner Familie. Wo ich von Anfang an hätte sein sollen. Komm, Schatz. Lass uns deine Geschenke auspacken. Nein, ich will keine Geschenke. Oh, Süße. Anna. Lisa. Papa? Papa, du bist zu Hause. Was machst du denn hier? Ich tue das, was ich schon lange hätte tun sollen. Bei meiner Familie sein. Walter? Hey, Schatz. Du hattest recht. An Weihnachten geht es um die Familie. Es geht nicht ums Geld ausgeben. Es tut mir wirklich leid. Okay, aber was ist mit Arbeit? Nein, die Arbeit kann warten. Ich liebe euch beide so sehr. Wir lieben dich auch, Papa. Oh, meine Lieben. Gut. Und jetzt lasst uns ein paar Geschenke auspacken. Danke, Weihnachtsmann. Wieso müssen wir bei Opa bleiben? Ich will hier nicht schlafen. Kevin, es ist Erntedankfest. Du weißt, es ist Familientradition. Ja, aber es ist eine Bruchbude. Und dieser Schlafsack ist so unangenehm. Ich will einfach in meinem Bett schlafen. Das ist nicht die Hauptsache. Wenigstens hast du ein Dach über dem Kopf. Du solltest dankbar sein dafür. Weißt du, manche Menschen müssen auf der Straße schlafen. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Ah, hallo, Papa. Ich bringe Nachschub. Hallo, Liebling. Frohes Erntedankfest. Ah, hier ist mein großer Junge. Komm her. Es tut mir leid, Papa. Er beruhigt sich. Mach dir nichts draus. Ich nehme das. Es riecht so gut hier. Es ist so schön, dich zu sehen. Und, wie läuft es in der Arbeit? Alles läuft super. Ich arbeite immer noch im selben Büro und... Weißt du was? Weißt du was? Gib mir einen Moment, bin gleich wieder da. Kevin, wieso spielst du nicht mit deinen Cousins? Weil ich keine Lust habe. Ich will einfach auf meinem iPad spielen. Du kannst morgen auf deinem iPad spielen. Gib es zurück! Weißt du was? Du solltest dankbar sein, dass du mit deiner Familie Zeit verbringen kannst. Weißt du, manche Leute müssen das Erntedankfest alleine verbringen. Dann haben sie halt Glück. Ich wäre auch viel lieber alleine.
Danke. Gern geschehen. Hier für dich. Wo ist der Truthahn? Es tut mir so leid, Kevin, aber es war eine etwas schwierige Zeit, also konnte ich dieses Jahr keinen Truthahn kaufen. Was? Das ist nicht dein Ernst. Es macht keinen Sinn, ein Erntedankfest zu feiern ohne einen Truthahn. Es ist kein Problem. Es gibt mehr als genug zu essen. Weißt du, manche Menschen haben gar nichts zu essen. Du solltest dankbar sein. Hör doch auf, Mama. Ich kann das nicht mehr hören. Was andere nicht haben, ist nicht mein Problem. Das ist wirklich das schlimmste Erntedankfest, das ich hier hatte. Kevin, bring deinen Schlafsack und komm mit mir. Wieso? Wart ab. Unglaublich, wie du dich verhalten hast. Naja, was erwartest du? Du zwingst mich, mit der Familie zu sein, dann in einer Bruchbude im Schlafsack zu schlafen und es gibt nicht mal einen Truthahn zu essen. Realisierst du, wie viele Leute sich genau die Dinge wünschen, über die du dich beschwerst? Wieso sagst du das immer wieder? Siehst du den Mann dort drüben? Ich will, dass du ihm das gibst. Da ist nicht mal Truthahnfleisch dabei. Er wird es nicht wollen. Gib es ihm einfach. Ist gut. Entschuldigung. Meine Mutter wollte Ihnen das hier geben. Es sind nur Reste und da ist kein Truthahn, also wollen Sie es vielleicht nicht, aber... Oh mein Gott. Ich bin so hungrig. Ich dachte nicht, dass ich heute essen werde. Gott segne dich. Ich danke dir. Gott segne Sie auch. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Komm mit, wir müssen noch woanders hin. Siehst du diese Frau dort? Ich will, dass du ihr deinen Schlafsack gibst. Was? Nein. Worauf soll ich dann schlafen? Mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir eine Decke. Komm, gib ihn ihr. Entschuldigen Sie? Ich will Sie nicht stören. Ich weiß nicht, ob Sie den wollen oder nicht. Er ist gebraucht. Ein Schlafsack? Ist das ein Traum? Du hast keine Ahnung, wie sehr mir das helfen wird. Mir war so kalt. Vielen Dank. Nichts zu danken. Frohes Erntedankfest. Ich bin so froh, dass wir ihn ihr geschenkt haben. Sie scheint ihn wirklich zu brauchen. Siehst du, wie viele Menschen die Dinge schätzen, die du für selbstverständlich nimmst? Okay, wir können jetzt zurückgehen. Hey, ist alles okay? Wieso weinst du? Ach, es ist nichts, tut mir leid. Du kannst mit uns reden. Sag uns, was los ist, Liebes. Ich vermisse meine Familie. Ich habe meine Eltern letztes Jahr verloren und das ist das erste Erntedankfest, das ich alleine verbringen muss. Es tut mir so leid. Weißt du, vielleicht kannst du das Fest mit unserer Familie verbringen. Nein. Das wäre zu viel. Bitte. Wir laden dich herzlich ein. Komm mit.
Hier für dich. Ich danke dir sehr. Ich bin so dankbar für alles. Nichts zu danken. Fühl dich wie zu Hause. Wir sind wie deine Familie. Ich bin so stolz auf dich. Weißt du was? Wir können nach Hause fahren, damit du in dein Bett schlafen kannst. Ich gebe dir auch dein iPad zurück. Wirklich? Weißt du, eigentlich bleibe ich lieber hier. Ich bin für alles dankbar, was ich habe. Und das wird langsam das beste Erntedankfest jemals. Ach, Liebling. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mama. Ja. Opa? Das Essen sieht echt lecker aus. Danke, Sohn. Hi, Schätzchen. Ich freue mich so auf den Vater-Tochter-Tanzabend heute. Hier für dich ein neues Kleid. Danke, Dad. Bin gleich soweit. Moment. Was ist das? Forever 21? Ich kann mich doch nicht in so einem billigen Kleid sehen lassen. Es tut mir leid, Schätzchen. Ich dachte, du magst es. Mögen? Ich hasse es. Alle anderen Mädels tragen Designerklamotten und ich habe nur diese Billigmarke. Danke vielmals, Dad. Du hast alles ruiniert. Es tut mir so leid, Schätzchen. Aber zumindest hast du ein neues Kleid. Andere Mädchen haben nicht einmal das. Und was soll das mit mir zu tun haben? Ich muss mich jetzt umziehen. Warte hier. Ja, Liebling. Wow. Du siehst so schön aus. Ja, wie auch immer. Gehen wir einfach. Bevor wir gehen, die habe ich noch für dich. Du willst mich ja wohl verarschen. Ein billig Anstecksträußchen? Mit winzigen 3 Blumen dran? Ich dachte, das sei deine Lieblingsblume. Ja, aber alle anderen Mädchen haben 6 oder 7 Blumen. Ich wollte was Schöneres als das da. Das entwickelt sich echt zur Vollkatastrophe. Aber sieh mal. Andere Mädchen dort haben nicht einmal... Spaß dir, Dad. Sowas trage ich jedenfalls nicht, okay? Gehen wir einfach. Warte. Was machst du denn? Wo ist die Limousine? Oh, tja. Ich dachte, wir fahren einfach selbst zu dem Tanzabend. Ist ja nicht weit. Nein, ich sagte doch Limousine. Wenn alle anderen in einer aufkreuzen, kann ich ja nicht mit dem Auto meines Vaters kommen. Wie peinlich ist das denn? Wo ist sie jetzt? Es tut mir leid, Liebling. Ich wollte es dir nicht sagen, aber ich wurde vor kurzem entlassen. Das Geld ist aktuell etwas knapp. Dad, sag jetzt nicht, dass keine Limousine da ist. Es tut mir sehr leid. Leider nein. Ich kann's echt nicht fassen. Zuerst kaufst du mir dieses Schrottkleid, dann willst du mir Billigblumen andrehen und jetzt nicht mal eine Limousine? Schätzchen, viele Mädchen haben keine dieser ganzen Sachen. Am wichtigsten ist doch, dass wir uns haben, oder? Solltest du nicht dankbar sein für das, was du hast? Nein, so einen schlimmen Abend habe ich noch nie erlebt. Weißt du was? Ich will nicht mehr zu diesem dummen Tanz gehen. Komm schon, Schätzchen, bitte. Sei doch jetzt nicht so. Ich hoffe, du weißt, dass du alles ruiniert hast. Ich will jetzt alleine sein. Schätzchen!
Das gibt's doch nicht. Billigkleid, Ramschblumen, keine Limousine. Was denkt der sich denn? Ich freue mich riesig auf den Vater-Tochter-Tanz. Danke dafür, Dad. Gerne doch, Liebling. Alles gut bei dir? Du siehst so traurig aus. Nein, ist alles gut. Wünschte nur... Dad, was ist los? Warum weinst du? Es ist nur... Ich bin so ein schlechter Vater. Ich wollte dir wirklich einen ganz besonderen Tag bieten. Dad, was meinst du denn? Das ist ganz besonders. Weiß ich. Aber ich wollte dir ein neues Kleid schenken. Tut mir so leid, dass ich mir keins leisten konnte. Jetzt musst du das vom letzten Jahr noch einmal tragen. Das tut mir furchtbar leid. Dad, machst du Witze? Ich liebe das Kleid. Und es würde mir nichts ausmachen, es nächstes Jahr noch einmal zu tragen. Außerdem, es gibt Mädchen, die nicht einmal ein Kleid haben, das sie anziehen können. Danke, Schätzchen. Ich wünschte nur, ich hätte mir mehr als eine Blume für das Anstecksträußchen leisten können. Ich weiß, andere Mädchen... Dad, bitte. Ich liebe das Anstecksträußchen, auch wenn es nur eine Blume hat. Mir ist wichtig, dass es von dir kommt, nicht wie viele Blumen dran sind. Danke, Schatz. Wenn wir nur wenigstens nicht den Bus nehmen müssten. Wenn ich ein Auto hätte und dich direkt zum Tanz fahren könnte... Dad, ich bin zufrieden mit dem Bus. Und weißt du warum? Weil ich ihn mit dir nehme. Das Kleid, das Anstecksträußchen, das Auto, das ist alles unwichtig. Wichtig ist, dass wir uns haben, oder? Ich bin dankbar für das, was ich habe. Schatz, womit habe ich so eine Tochter nur verdient? Ich liebe dich wirklich sehr. Ich dich auch, Dad. Dad? Lina! Du bist zurück. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, Schatz. Ja, ich hätte nicht wegrennen dürfen. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du einen besonderen Abend erlebst und ihn nicht ruinieren. Also habe ich uns eine Limousine bestellt. Wow, wirklich, Dad? Aber wir... Ich dachte, du hast kein Geld. Tja, naja, ich habe die Kreditkarte genommen. Und wenn ich einen Job gefunden habe, werde ich es irgendwann bezahlen können. Ach, weißt du, Dad, ich brauche eigentlich keine Limousine. Das verstehe ich nicht ganz. Das war doch genau das, was du wolltest. Ja, vorhin, aber... Jetzt nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, Dad. Das alles vorhin. Ich bereue echt, was ich zu dir gesagt habe. Ich war so auf Kleidblumen und Limousine fixiert, dass ich vergessen habe, was wirklich zählt. Und zwar du. Kannst du mir noch mal verzeihen? Wow. Aber sicher. Ich bin so stolz auf dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Also, was machen wir mit der Limousine? Die bestellen wir einfach ab. Ich freue mich, wenn du mich hinfährst. Und über die drei Blumen. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Schätzchen, ich liebe dich wirklich sehr. Ich dich auch, Dad. So, versuchen wir es noch einmal? Nichts lieber als das. Hier sind die Weihnachtsbäume. Oh mein Gott. Können wir den hier nehmen? Der ist perfekt. Ich weiß nicht recht. 300 Euro? Das ist wirklich teuer. Was ist mit dem hier? Der ist doch nett. Was? Nein, er ist so klein. Ich will einen großen, wie letztes Jahr. Ich weiß, Robin. Aber dieses Jahr ist es viel schwieriger für uns, das weißt du doch.
Weißt du, wie viele Kinder überhaupt keinen Baum haben? Du hast Glück, dass du überhaupt einen bekommst. Glücklich? Ja, klar. Das ist der schlechteste Baum, den du kriegen könntest. Ich kann nicht glauben, dass du den nimmst. Oh, hier sind die Lichter. Dann nehmen wir die. Warte mal kurz. Die kosten 40 Euro. Wir können keine 40 Euro für Lichter ausgeben. Was ist mit denen? Die kosten nur 10 Euro. Die nehmen wir. Aber die Lichter sehen so billig aus. Ich will die hier, nicht die billigen. Ich weiß, Robin. Aber es war ein hartes Jahr und das Geld ist knapp. Wir müssen es einfach hinbekommen, okay? Ha, das kann nicht dein Ernst sein. Du willst mir wirklich nichts gönnen. Robin, weißt du, wie viele Leute überhaupt kein Licht haben? Du solltest dankbar dafür sein. Hör auf! Ich hab dir gesagt, was andere Leute nicht haben, ist nicht mein Problem. Holen wir einfach mein iPhone. Also, die zwei Versionen, die wir übrig haben, sind das iPhone 12 Mini und das Pro Max. Welches wollen Sie? Ich will das Pro Max. Was ist der Preisunterschied? Also, das Pro Max kostet 1.100 Euro und das Mini beginnt bei 700 Euro. Ehrlich gesagt sind beides tolle Telefone. Oh, das ist ein großer Preisunterschied. Warum nimmst du nicht lieber das Mini? Was? Auf keinen Fall! Tut mir leid, aber das Mini ist viel billiger. Und es ist auch ein brandneues Handy. Wir nehmen das Mini. Nein, nein, ich will das Pro Max. Ich will nicht das Mini. Robin, es gibt Leute da draußen, die nichts zu Weihnachten bekommen. Du solltest endlich dankbar sein. Mir sind alle anderen Leute egal. Erst holst du uns einen lächerlichen Baum, dann ein paar billige Lichtketten und jetzt willst du mir nicht mal das richtige iPhone schenken? Danke, dass du Weihnachten ruiniert hast. Du bist der schlechteste Vater je. Hey, warte. Wo willst du denn hin? Ich gehe einfach raus. Ich will nicht mehr hier sein. Das Mini? Also was denkt der denn nur? Sind deine Augen zu? Ja, kann ich jetzt gucken? Warte mal. Warte, mein Sohn. Okay, du kannst gucken. Ist das ein Weihnachtsbaum? Ja, ich habe ihn im Müll gefunden. Er ist aber nicht wie die echten Bäume von früher. Sorry, ich bin traurig, dass ich dir nicht mal einen echten Baum holen kann. Geschweige denn Weihnachtsbeleuchtung. Papa, hör auf. Das ist perfekt. Ich mag es so gerne. Außerdem, da sind ein paar Leute draußen, die nicht mal sowas haben. Oh, ich hätte es fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist klein, aber du hast es dir gewünscht. Also habe ich dafür gespart. Ein altes iPhone? Es tut mir leid. Ich weiß, es ist alt und zerkratzt. Ich verstehe, wenn du es nicht willst. Meinst du das ernst? Ich mag es nicht. Ich liebe es. Da sind ein paar Kinder draußen, die nicht mal Geschenke bekommen. Weißt du? Papa, wieso weinst du? Ich fühle mich wie der schlechteste Vater der Welt. Ich wünschte, wir müssten Weihnachten nicht auf der Straße verbringen. Bitte, sag das nicht. Ich bin einfach glücklich, dass ich es mit dir verbringen kann. Ich bin so dankbar für alles. Frohe Weihnachten, mein Sohn. Ich hab dich so sehr lieb. Ich liebe dich auch, Papa. Herzlichen Weihnachts. Robin, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Es tut mir leid, Papa.
Ich hätte nicht einfach weglaufen dürfen. Warte, du hast den großen Baum gekauft? Ja, ich weiß, wie sehr du ihn wolltest. Ich hab dir auch deine Lichter besorgt. Warte, was? Echt jetzt? Ich habe sogar das iPhone 12 Pro Max geholt. Frohe Weihnachten. Wow, vielen Dank, Papa. Ich kann es nicht glauben. Wie hast du es gekauft? Ich hab gedacht, das Geld wäre knapp. Also, ich hatte nicht genug Geld. Also habe ich eine neue Kreditkarte eröffnet, um sie für dich zu kaufen. Das hast du für mich gemacht? Wow, vielen Dank, Papa, aber eigentlich. Aber ich brauche es nicht. Ich bin glücklich genug mit dem iPhone Mini. Und mit den billigeren Lichtern. Und auch mit dem kleineren Baum. Was redest du denn da? Ich weiß doch, wie sehr du diese Dinge wolltest. Ich habe. Aber ich habe heute etwas gelernt, dass ich wirklich dankbar sein soll für alles, was ich habe. Du hast recht. Ich bin der glücklichste Sohn der Welt, weil ich einen Papa wie dich habe. Ich liebe dich. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Lieb dich auch, Solomon. Also, was sollen wir mit den ganzen Sachen machen, die ich gekauft habe? Du kannst es umtauschen gehen. Ich bin mit den anderen Sachen mehr als zufrieden. Mit den Sachen, die wir vorher hatten. Ich bin so aufgeregt, um seinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Ich auch. Halt, Papa. Hättest du was dagegen, wenn ich zwei Leute einlade, Weihnachten mit uns zu feiern? Sicher doch. Aber wen? Entschuldigen Sie? Ja. Kann ich Ihnen helfen? Mein Vater und ich. Wollten wissen, ob Sie mit uns Weihnachten feiern wollen. Wow. Das ist nicht nötig, aber vielen Dank. Bitte. Niemand sollte Weihnachten auf der Straße verbringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie beide kommen. Also, was meinst du? Es ist deine Entscheidung, Papa. Ich bin mit allem zufrieden. Okay, gehen wir. Also, wir wissen das zu schätzen. Ich danke Ihnen sehr. Nichts zu danken. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Okay, lass uns gehen. Das Abendessen wartet. Brenda, richtig? Hey. Kennen wir uns? Ja, wir waren zusammen auf der Schule. Ich bin Jacqueline. Oh, richtig. Die Schulzeit. Das ist ja schon ewig her. Noch bevor mein Vater sein Geschäft gegründet hat und wir in die Berge gezogen sind. Die alte Gegend war ja nicht zu ertragen. Wo lebst du denn jetzt? Oh, wir sind nicht weggezogen. Wir leben immer noch in derselben Gegend. Oh, das tut mir echt leid. Na, wie auch immer. Mein Vater holt mich gleich ab. Wir verbringen das Wochenende zusammen. Da dachte ich mir, gehst du noch schnell einkaufen? Was machst du hier? Oh, ich auch. Komme gerade vom Second-Hand-Laden. Nein.
Du musst anderer Leute Kleidung tragen? Du solltest deinem Vater klarmachen, dass du sowas im Leben nicht tragen wirst. So mache ich das immer. Dann kommt die Geschäftskreditkarte. Dein Vater hat ja sein eigenes Geschäft, oder? Nein. Mein Vater... Hi, Schatz! Entschuldige die Verspätung, aber ich habe meinen Dienstplan freigeschaufelt. Jetzt haben wir genug Zeit. Danke, Papa. Ich verabschiede mich nur kurz von meiner Freundin. Ich komme gleich zum Auto. Kein Problem, Schatz. Lass dir Zeit. Danke, Papa. Jetzt weiß ich, warum Secondhand-Laden. Weißt du was? Mein Vater kann sich vielleicht kein teures Haus in den Bergen leisten. Aber wir haben ein schönes Zuhause. Das reicht mir völlig. Mein Papa kann mir vielleicht keine Designerklamotten kaufen. Aber er würde für mich alles tun. Seine Liebe bedeutet mir mehr als jede Luxustasche. Und er hat vielleicht auch kein eigenes Geschäft. Aber das liegt daran, dass es ihm wichtiger ist, Zeit mit mir zu verbringen. Und das finde ich wertvoller als alle Kreditkarten zusammen. Vielleicht kann er sich nun mal kein teures Haus leisten oder Designersachen oder ein eigenes Geschäft besitzen. Aber er ist nun mal der liebevollste und fürsorglichste Mensch, den ich kenne. Oh, das ist so traurig. Frau Chelsea, ich nehme die Taschen. Benjamin? Mein Vater wollte kommen. Wo ist er? Er musste geschäftlich nach London. Allzu bald wird er keine Zeit für Sie haben. Daher schickt er mich. Ich verstehe das nicht. Das macht er jedes Mal mit mir. Ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Es tut mir leid. Er lässt sein Bedauern ausdrücken. Ich warte im Auto. Weißt du, auch wenn mein Vater nicht viel Geld hat, Zeit für mich hat er dafür immer. Hat mich sehr gefreut, Frau Chelsea. Das ist das Top, das ich mir gewünscht habe. Danke, Mom. Sehr gerne, Schatz. Happy Birthday. Und Schatzi, das letzte Geschenk hier für dich. Dad, hätte nicht sein müssen. Oh mein Gott, Dad. Ist das das, was ich denke? Du weißt, wie ich mir das gewünscht habe? Keine Ahnung, du musst es einfach öffnen und dann wirst du sehen. Ich habe es gewusst. Ich wusste, ihr würdet es nicht vergessen. Ich will es gleich auf Insta posten. Ein Honda? Happy Birthday, mein Schatz. Ihr habt mir einen hässlichen Honda gekauft? Was meinst du? Du wolltest doch ein Auto zum Geburtstag haben. Ja, ich wollte ein Auto. Keinen billigen Honda. Ich wollte einen BMW, wie ihr einen habt. Ich fahr doch nicht zur Schule mit einem hässlichen Honda. Jenna, das ist nicht nett. So viele Kinder müssen mit dem Bus zur Schule fahren, weil sie überhaupt kein Auto haben. Du solltest dankbar dafür sein. Das ist doch nicht mein Problem. Das ist mein absolut übelster Geburtstag. Jenna. Wisst ihr was? Vergesst's einfach. Danke für nichts. Wohin gehst du? Ich gehe zu Britney. Sie hat wenigstens ein schönes Auto. Nun, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Dass die mir keinen BMW gekauft haben. In einen Honda bekommt mich keiner rein. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Crystal. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Crystal. Danke, Dad. Ich habe ein kleines Geburtstagsgeschenk. Nichts Großes. Aber ich habe ziemlich lange drauf gespart. Ein Geschenk? Das brauchst du doch fürs Essen. Ich brauche nichts. Keine Sorge. Du verdienst das. Na los, öffne es. Eine Buskarte? Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr kaufen konnte. Ich dachte nur, du musst jeden Tag zur Schule laufen. Was ist los?
Magst du es nicht? Ich liebe es. Und ich bin wirklich so froh, dass ich nicht mehr jeden Tag zur Schule laufen muss. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Danke, Dad. Für dich tue ich alles, mein Schatz. Und eines Tages werde ich dir ein Auto zum Geburtstag kaufen. Versprochen. Machst du Witze? Ich brauche doch kein Auto. Ich kann doch jetzt Bus fahren. Ich bin glücklich, nicht mehr zur Schule laufen zu müssen. Ich liebe dich so sehr. Ich dich auch, Dad. Jenna, schon zurück? Wolltest du nicht zu Britney? Glaub, ich habe mich umentschieden. Schau. Wir haben drüber gesprochen. Und... bitteschön. Was ist das? Der BMW-Schlüssel. Ja, ich dachte, du willst nicht mit dem Honda in die Schule fahren, also okay. Du nimmst meinen Wagen und ich nehme dafür den Honda. Was ist los? Freust du dich nicht? Das wolltest du doch. Ja, Jenna, freust du dich nicht? Eigentlich ist es okay, Dad. Ich brauch's nicht. Aber... tut mir leid, Dad. Und zwar für alles. Ich freue mich über den Honda. Wieso hast du deine Meinung geändert? Nun, ich bin dankbar für das, was ich habe. Könnt ihr mir vergeben? Jenna, wir sind so stolz auf dich. Natürlich vergeben wir dir. Dann helfe ich euch mal.